Ach so, na der Typ. The Guy. Oder vielleicht ist es kein Guy, sondern ein Gommen, Geimen, eine Geien, ein Geier. Wow. Nö, ich denke mal, im Chat soll man Fragen stellen und du stellst ja auch nur Fragen, also. Ja, man darf das tun. Solange du nicht solche Kommentare schreibst wie die andere Person. oder irgendwelche Buchstabenkombinationen, da habe ich auch schon jemanden für rausgeschmissen. Also Buchstabenkombinationen, die keinen Sinn ergeben. Ah, ein Guy. Okay. Wie steht's mit Backseat Gaming? Wenn jetzt jemand Tipps gibt, ist in Ordnung, oder? Ja, klar. Ich meine, das ist ja jetzt ein Spiel, was ich sowieso nicht ganz blind spiele. Und wenn, dann würde ich es auf jeden Fall, wenn ich mir irgendwas nicht spoilern lassen wollen würde, dann würde ich das sicherlich nicht streamen. Weil jemand sagt, wenn du einen bestimmten rosa Bob-Off ansprichst, werden die roten Münzen auf dem Übersichtsplan angezeigt. Was sagt mir das doch mal einer vorher? Dankeschön! Der da. Ah. Bin ich jemand, der viele Kommentare schreibt? Ich kann den Namen ja wieder nicht sagen, aber er fragt jemand, ob er viele Kommentare schreibt. Muss man, denke ich, für sich selbst entscheiden. Ja. Ich finde das ja so toll, dass hier mal wirklich viele Kommentare kommen. Bei meinen Videos muss ich da immer ein bisschen länger warten. So. Also, solange du jetzt nicht irgendwie am Ende vom Video hier liken, subscriben, abonnieren, also kommentieren. Ach so, ja, und kauf natürlich mein Merchandise. Welches denn bitte, Orba? Vertreibe ich nicht. Für Köstritzer Schwarzbier Schleichwerbung bekomme ich nichts. Oh Mann. Scheibenpilzcreme super auch nicht. Die ist noch nicht in der Produktion. Da muss ich mir das Rezept noch ausdenken. Oh weia. Ja, stimmt. I Wanna Be The Guy habe ich auch nie weitergemacht. Ich habe eigentlich schon eine dritte Folge in der Mache gehabt, aber das Projekt geht definitiv nicht mehr. Das ist unmöglich noch weiter umzusetzen, außer es passiert ein Wunder. Was ich natürlich hoffen würde, aber ja. Machen wir mal weiter mit den knallverrückten Bob-Oms. Das klingt so toll, das Wort knallverrückt. Das sind Swinger. Ich liebe Spiele mit Text. Den kann man so schön ins Lächerliche ziehen. Okay, Moment. Er hat mir gezeigt, wo sie angezeigt wurden, aber ich muss ihn nochmal ansprechen, damit das... Okay, da oben und irgendwo weiter unten. Denke ich mal. Also, da außerhalb, wie soll man an die Münze kommen? Bitte schau einmal auf die untere Karte. Ja, ich sehe es ja. Aber wie kommt man da hin? An den außen, ganz außen, im Schwarzen. Ja, vielleicht gibt es hier mal so einen Ballon oder so. Oh Gott. Mal sehen. Okay, also, da hinten ist auch eine Plattform schon mal. Das hilft ja schon ein bisschen was. Kannst aber erstmal zu The Guy anmachen. Ich mach keine Musik an bei meinen Livestreams erstmal. Obwohl es ja von mir selber jetzt, also es gäbe ja keine Copyrechtsprobleme oder sowas damit. Ich habe ja sogar die Musik dazu selber gemacht, von daher. Ich könnte es singen. Will ich aber nicht. Jetzt nicht. Ein Leben ist das bloß. Shit. Und ich krieg's nicht mal. Ah, siehst du? Tatsächlich mit dem Ballon. Oh. Okay. Dann gehen wir erstmal zu der roten Münze, die wir wissen. Oh, das sollte ich nicht tun. Okay. Nein, ich sing heute nicht. Ich muss mich leider wirklich noch erholen von meiner, Oral-OP. Oh. Das ist wirklich so eine Sache. Wie gesagt, ich würde ja normalerweise auch mit dem ROM-Hack zu Rhythm Heaven Fever weitermachen, aber dazu müsste ich auch was einsingen und das kann ich nicht heute. Das klappt nicht. Ich denke mal, jeder, der eine Weisheitszahn-OP hatte, kann ein Lied davon singen. Ja, wie wär's denn damit? Dann muss ich das nicht machen. Moment mal. Ach, du meinst, ich soll?
Nein. Weil ich hatte ja eine gerade erst und ich kann ein Lied singen davon. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. So. Welches Intro davon findest du besser? Das Englische oder das Deutsche? Worum geht's denn? I wanna be the guy. Ah. Da habe ich zwei Intros gemacht. Für die erste Folge habe ich ein englisches gehabt. Für die zweite ein deutsches. Und ehrlich gesagt, aus einem ganz bestimmten Grund ist mir das Deutsche momentan lieber. Das hat aber den Grund, weil das habe ich zu einer Extended Version, naja, weitergeschrieben. Das geht insgesamt über 5 Minuten, würde ich sagen. Ah, so geht das dahin. Puh. Wie komme ich denn da rein? Du kannst das Lied nach der bei der Aftershow-Party machen. Wie komme ich denn an diese rote Münze ran? Kann mir jemand helfen? Da müssen wir natürlich warten. Ja. Okay, also ich gehe schon mal weiter, während jemand mir sagt, wie das funktionieren soll. Und das geht bestimmt auch. Alternativ hätte ich vorgeschlagen, rennst einfach um den Block, bis das jemand schreibt. Hm. Aber dann habe ich Angst, dass du. Ja, oder google doch mal. Hey, wenn ich wüsste, wie heißt denn die Stage? Bonus Level 2 oder? Goomba, Toxic, keine Ahnung. Ach, mit Wario, natürlich mit Wario. Das heißt, ich krieg diese Münze nicht. Das heißt, ich bin hier umsonst? Alter, ernsthaft? Ich dachte, Mega Man wäre uns. Oh, das ist ja gemein. Okay, gut. Jetzt lass ich mich sterben. Das haben sie nur nicht geschrien, damit sie dich hier schön zappeln lassen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Mi. Okay, gut. Dann. Ich meine, ich habe Mario 64 gespielt. Warum muss dieses Spiel jetzt so anders sein? Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Ah, oh, hier ist das Level. Das habe ich eigentlich auch mal gesucht. Jetzt bin ich gespannt. Ach, unser. So, ich schaffe das in der rechtzeitigen Zeit. Irgendwo kann man hier auch runterspringen, dann kommt man direkt fast vorm Ende raus. Aber ja, das mache ich nicht. Also bei der Eisrutsche bin ich immer runtergesprungen. Oder ja, das geht ja. Das ist noch okay. So, und wie viele Sekunden? Ja, es hat gereicht. Ich glaube, bis 21.0 gilt es. Oder ja, das kann sein. Weiß ich auch nicht. In der Nähe. Ja. Er ist zurück. Es ist zurück. Ach, du hast sogar unter 21 gehabt. Ja, ich hatte unter 21. Vielleicht gibt es hier andere Rutschphysik in der Version. Ja, naja, wieso? Wieso war es bei dir schwieriger? Nee, aber da hat man schon 21 Sekunden gebraucht. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht anders war. Naja, ich habe ja extra versucht mit einem schnellen Move. Also ich bin ja auch auf den Bauch gerutscht. Ja, genau, der ist immer schneller. Tschu! Und ich nehme hier die Ecken ganz smooth. Oh, ich dachte, ich würde runterfallen, aber nein, das war überhaupt nicht. So, mal gucken, wie viel es jetzt wird. Ah. Oh, unter 21, ja. Ich glaube, das war vorher auch. Ja, genau, hast du vorhin ja schon. Dann machen wir es so. Geht das? Ja, sofort gekriegt. Welche Buchstabensuppe? Oh, die Buchstabensuppe ist wieder da. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, aber das ging unter. Der Buchstaben-Heini. Okay, tut mir leid, jetzt gibt's keinen 5-Minuten-Bann mehr. Ja, ich bin da so. Oh, ja. Noch jemand. Naja, gut, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da so hart durchgreife, aber
Ich toleriere sowas nicht. Vor allem die Worte, die die da schreiben, also... Ganz schön böse. Wenn sie wenigstens richtig geschrieben wären. Ich weiß nicht, was ein Fika ist. Nein, keine Ahnung. Vieh ist doch eigentlich sowas hier vom Bauernhof. Und K ist der 11. Buchstabe vom Alphabet. Aber ja. Wie das zusammengehört. Jetzt kommt der Buchstabe, sehr schön. Schneegipfelige Höhe. Achtung, extreme Rutschgefahr. Bitte betritt zuerst die Hütte. Nö. Haben sie extra das Zauberwort gesagt, aber da stehen wir drüber. Aua. Wenn ich dich jetzt treffen, wenn ich auf dich drauf springen würde, dann komme ich da hoch. Ja genau, du musst die Musik für mich mitsummen, wenn ich sie nicht höre. Aber ich glaube, die ist bei mir etwas, Aber wie mache ich das denn hier eigentlich dann? Ach, da gibt es Feuer. Wie hole ich Feuer? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich in dieses Feuer springen und dann dahin rennen muss. Na gut, ich gehe mal in den Kamin. Ich befolge die Anweisung, weil da war ja lieb bitte drin. Oh, wenn ich diesen kleinen Pinguin da so sehe, muss ich an mein LP denken, wo der Pinguin durch den Zaun geglitscht ist und einfach runtergefallen ist. Wow. Die Karte ist sehr schön. Klingeling. Bevor du es versuchst, den Eisblock, kannst du nur mit Yoshi auftauchen. Oh. Das ist so gemein. Das ist so gemein, dass man hier immer andere Figuren benutzen muss. Weißt du, mit Mario 64 konnte man immer mit einem Mario durchspielen. Tja. Also mein mein guter DS-Emulator ist Desmume X432R. Ist doch nicht so super, der Mario, wenn er nicht alles kann. Ja. Er ist Mittel Mario. Mittel Mario. Es ist der Mario, der Super Mario. Na, er ist nicht Metal Mario, er ist Mittel Mario. Warum kommt da eigentlich so eine elektronische Musik, wenn er zu Metal Mario wird und nicht Das müsste man eigentlich in die ROM reinhacken. So richtig was muss ich jetzt eigentlich hier machen? Ich soll wo ist mein Baby? Ich weiß gar nicht, ob es dieses war. Ja, doch, das ist es. Da unten ist noch eins irgendwo auf dem Dach, aber das ist ein anderes. Aber ich glaube, war es nicht das auf dem Dach? Nee. Es sei denn, die haben die Regeln. Komm schon, warum kann ich den Teleporter nicht benutzen? Halt doch mal die Klappe, du Vieh. Achso, das Ding schreit Mama! Schade, ich würde es auch gerne. Es klingt aber eher wie Mäh, Mäh. Ich glaub, ja, da haben wir es wieder wie das Ziegenrätsel daraus. Genau. Es gibt also nicht nur Ziegen, die komische Geräusche von anderen Tieren machen. Oh, der guckt traurig. Wart's ab, bei Layton kommt dann Mume 2 und dann haben wir einen ganzen Pinguin drin. Wie machen denn eigentlich Pinguine? Und warum stehe ich hier nicht auf? Oh, jetzt stehe ich auf! Oh, hab ich ein Glück. Okay. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nur noch einmal hier runter. Und schon haben wir das Viech. Blub! Blub. Falsches Baby, fragt jemand. Ich bin gespannt. Also. Du hast mein süßes, hübsches Baby gefunden. Wo war es denn nur? Wie kann ich dir jemals danken? Oh, ich habe hier diesen Stern. Mein ewiger Dank sei dir gewiss.
Nichts ist unmöglich. Meh, meh, Toyota. Moment. Jetzt bin ich gemein. Jetzt bin ich richtig gemein. Ich bin gespannt. Ja, das ist, hat, das ist nicht, du hast es wieder mitgenommen. Ich kann mir denken, was da passiert. Ja, ich weiß schon, Videotitel für diesen Part, brutaler Pinguin-Mord. Aber macht nichts, habe ich schon ein Video von mir genannt. Oh, hast du dasselbe gemacht oder was? Nee, das war... Versehen. Das war bei Yoshi's Island, war das bei mir gewesen. Ah. Ah, jetzt haben wir Pinguin-Rennen und nicht Pinguin-Mord. Da stand schon, schmeiß es weg. Okay, Moment, wir haben ja hier noch eins. Das können wir gern machen. Die kommen unendlich einfach. Kannst du es doch in den Kamin schmeißen? Was? Kannst du es in den Kamin reinschmeißen? Ich wollte es ja eigentlich mal versuchen, genau. Aber das fand ich, da würde es ja überleben. Das ist langweilig. Ja. Es bleibt da.